Was in dieser Folge geschehen wird. Das ist der Schatz, der morgen übergeben wird. Wir gehen jetzt den besten Döner in Deutschland testen. Das soll der beste Döner Deutschlands sein. Blau, Totti! 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 So, Freunde, heute ist der Tag der Tage gekommen. Wir werden jetzt den Giveaway-Gewinner für die Rolex Datejust auslosen. Ich bin übertrieben aufgeregt und ich hoffe einfach, dass der richtige gewinnen wird. Ich hoffe, er wird sich drüber freuen und let's go. Wir schauen als allererstes, wie viele Leute mitgemacht haben. Auf Instagram haben 27.200 Leute mitgemacht und geliked. Das ist der Post gewesen. Hier um diese Rolex Datejust ging es. Und die werde ich gleich auch einem Abonnenten vorbeibringen. Ihr könnt sehen, wir haben den 7.12.2023, 15.26 Uhr. Und ich habe hier schon alles eingestellt. Ein Gewinner wird es geben. Er muss einmal mindestens kommentiert haben. Er muss Follower gewesen sein. Und wir haben 10.349 Kommentare, 27.264 Likes auf dem Beitrag. Die Uhr kostet 13.500 Euro, Freunde. Die habe ich bei Marc Gebauer gekauft, ohne Sponsoring oder so, aus meiner eigenen Tasche. Und ich würde sagen, wir drücken hier jetzt auf Find Winner. Was? Muss ich jetzt meine Kreditkartensachen eingeben oder was? Continue Giveaway. So, Freunde, ich glaube, ich habe jetzt eine Seite gefunden, wo es funktioniert. Hier 10.349 Kommentare, 27.264 Likes. Und ich glaube, wenn ich auf Wettbewerb starten drücke, dauert es 8 Sekunden, bis der Gewinner bekannt gegeben wird. Und ich würde sagen, jetzt drücken wir rauf in 3, 2, 1, go! Wer aus meiner Community gewinnt die Rolex Datejust im Wert von 13.500 Euro für die eine Mio Party? Let's go! René VfB 1863 aus Stuttgart hat gewonnen. Wir gehen direkt auf sein Profil. Wir gehen direkt auf sein Profil. Und das ist der Gewinner der Rolex. Er ist es. Ey, er ist leider privat. Wir können uns ihn leider nicht angucken. Aber ich glaube, der Mann wird sich übertrieben freuen. Bald ist Weihnachten und was kann man sich Besseres vorstellen als eine schöne Uhr? Freunde, ich bin gerade so nervös. Wie krass ist das? René hat mir sogar heute um 13.06 Uhr noch geschrieben. Ich würde sagen, ich rufe ihn jetzt einfach mal auf Instagram Video an und hoffe, dass er rangeht. Und dann werde ich ihm die Botschaft übermitteln, dass er die Rolex gewonnen hat. Ey, ich glaube, er wird es nicht... Mein Herz klopft, Freunde. Mal gucken, ob er rangeht. Hallo? René? Ja? Was geht? Was geht? Kannst du dich zeigen? Ja, einen Moment kurz. Hä, okay. Wie kommst du, dass du anrufst? Erzähl ich dir gleich, wenn du dich zeigst. Ja, ich sehe gerade ein bisschen dumm aus. Siehst doch cool aus, was geht, Bro? Ja, man denkt sich, aber ich bin 15 tatsächlich. Du bist 15? Ja. Geil. Bist du zu Hause? Ja. Soll ich dir was sagen? Ja. Du hast die Rolex gewonnen. Was? Du hast die Rolex gewonnen, die Uhr. Laber nicht. Ich schwöre. Ist gerade on stream? Nein, aber ich nehme das gerade auf. Nein, das ist nicht dein Ernst, hä? 13.500 Euro ist die wert. Du laberst, du Ich schwöre, ich schwöre. Bro, du lügst. Nein, ich schwöre auf alles. Auf Ernst, du hast die Rolex gewonnen. Ich habe es gerade ausgelost und du hast gewonnen. Laber nicht. Wirklich? Oh mein Gott, hä? Freust du dich? Ja, aber du lügst. Nein, ich werde dich besuchen kommen, wenn das okay ist. Ja? Ich werde zu dir kommen und dir die Rolex persönlich übergeben. Als ob. Doch, ich schwöre. Du hast bei einem Gewinnspiel mitgemacht und gewonnen. Freu dich. Oh. Weiß ich nicht. Geh zu deinen Eltern, sag denen das und frag, ob das klar geht. Ja, ich frag jetzt, okay? Ey, meine Mutter freut sich übel. Ehrlich? Ja, wann könntest du vorbeikommen? Ja, das werden wir dann abmachen. Also ist es okay für euch, wenn ich vorbeikomme und euch die persönlich übergebe? Natürlich. Ja, ey, geil. Ey, du verarschst mich, ich glaub das nicht. Doch, es ist wirklich wahr. Ehrlich jetzt? Ich schwöre. Mein Gott, hä? Ist das nicht ein perfektes Weihnachtsgeschenk? Ja, schon. Alter, wirst du die tragen oder verkaufen oder was wirst du damit machen? Na, die werde ich behalten wahrscheinlich. Wahrscheinlich dann erstmal, bis du irgendwie ein bisschen älter bist, irgendwo hinlegen als Wertanlage oder so, ne? Ja, das werde ich, denke ich mal, als Anliegen behalten. So. Ja. Also als Erinnerung. Ja, sehr geil, Bro. Okay, ich werde dir dann schreiben, wann ich circa komme. Dann kannst du mir sagen, ob das passt. Und dann werden wir uns kennenlernen und sehen, okay? Boah, das ist krass. Dankeschön. Okay. Kein Ding. Hau rein, erzähl's deinen Freunden, erzähl's deinen Eltern. Dankeschön. Freu dich. Bis dann, hau rein. Ciao. Bis dann, ciao. Freunde, seid ehrlich, die perfekte Person hat gewonnen. Ich bin so glücklich, dass René gewonnen hat. Und dann werde ich meine Sache packen, von Hamburg nach München fahren oder fliegen oder wie auch immer. Und dann sehen wir uns wieder.
Let's go. So, geisteskrasses Timing, Freunde. Heute kommt das Team of the Year raus. Und heute werde ich nach Stuttgart fliegen. Die Rolex liegt bereit. Warte, sie wird nicht scharf. Da ist sie auf jeden Fall. Die Papiere liegen bereit. Ich habe sie nochmal kleiner machen lassen bei Wempe, damit die René auch passen wird. Ich hoffe, sie passt ihm. Und dann werde ich heute von meinem YouTube-Kollegen Seville aus streamen, damit ich das Team of the Year nicht verpasse. Und morgen zu René fahren und ihm die Rolex übergeben. Und ich denke, er wird sich sehr freuen. Und ja, weil das Team of the Year kommt, werde ich hier auch noch das ein oder andere Pack reinschneiden. Vielleicht werden wir ein Team of the Year ziehen. 3000 FC Points. Icon! Ja, Icon! Ja, Icon! Ja, Icon! Ey, 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 geh weg, geh weg, geh weg. Jayco, geh, geh, schnell, schnell. Hör auf, mach keine Moves. Juckt niemanden. Icon Pack, Icon gezogen. Icon Totti! Tola! Tola Totti Icon! Oh mein Gott! Let's go! So, ihn brauche ich heute nicht, weil ich gefahren werde. Ich muss nur noch kurz was rausholen und dann geht's los. Snow is falling. Du musst mitsingen. Snow is falling. Ey! So, Hamburg schneit. Ich bin jetzt gleich beim Flughafen und dann mal gucken, wie es in Stuttgart aussieht. Tschüss! Boah, guckt euch das an, wie es schneit. Ich muss rennen, Digga. Ich muss rennen. Ich muss rennen, ich muss rennen, ich muss rennen. Junge, direkt tot. Direkt voller Schnee. Gibt's nicht, ne? Oh. Ja, Security-Check, nichts los. Nichts los am Security-Check. Ich kann direkt rein, ohne Schlange, ohne alles. Das ist wichtig. So, Freunde, wir gehen zu Fuß in den Flieger rein. Wetter hat sich ein bisschen beruhigt. Finde ich gut. Da gibt es nicht so viele Turbulenzen, hoffe ich zumindest. Wenn es so krass schneit, regnet, windet und so, ihr kennt das. Das ganze Flugzeug wackelt und man denkt, man stürzt ab und so. Aber ich glaube, es wird ein chilliger Flug. Ich fliege ja auch nur eine Stunde. So, ich bin in Stuttgart gelandet und was sieht man natürlich in Stuttgart? Ich zeig's euch. Direkt ein fetter Benz. So ein Oldtimer, Junge, der sieht so krank aus. Seid ehrlich, werdet ihr mich in dem sehen? Soll ich mir so einen holen? Pah, guck mal, oh, Innenraum. Auch verrückt. Sieht schon sehr, sehr wild aus. Ich hätte mal Bock auf so einen Oldtimer. Danny hat ja einen, der ist auch sehr krass. Aber der hier, ich glaube, der kostet 500.000 oder so Minimum. Eigentlich, Russak sollte mich jetzt abholen. Aber bei ihm ist ein fetter Unfall auf der Autobahn passiert mit Hubschrauber, 20 Einsatzfahrzeuge und Co. Er steht auf der Stelle. Jetzt habe ich improvisiert Seville angerufen, der wohnt auch in Stuttgart. Und der holt mich jetzt ab. Weil ich will ja auch gleich noch streamen und so. Dann streame ich von Seville Setup auf korrekt. Ich glaube, das klappt. Da ist der Mann, der mich rettet. Was geht, Bro? Danke dir fürs Abholen. Zu korrekt. Boah, Junge, neues Auto oder was? Seit August schon. August? Aber ich habe erst seit 2 Monaten meinen Lappen. Ich habe schon gehört, der Mann hat einen AMG, glaube ich, bevor er einen Führerschein hat. Das YouTuber-Life, ne? Danke, danke, danke. Guck mal hier, AMG-Service hier abgeholt werden. Auch super. Wie kann man eigentlich einen AMG haben, bevor man einen Führerschein hat? Das frage ich mich echt schon länger. So was habe ich auch noch nie gehört. Stell mal vor, ihr kauft euch ein Auto, habt nicht mal einen Führerschein. Ich habe gerade erzählt, dass du ein richtig cooler Typ bist und so. Ja, korrekt. Danke, kann ich nur zurückgeben. Ja. Machst du einen Vlog, ja? Ja, ja, ich mache einen Vlog. Grüße, Leute. Grüße. An Wakes Community. Auf Ehrenbasis haben wir natürlich Wakes auch dementsprechend abgeholt. Und ja, Mann. Und jetzt kann ich gleich streamen. Du hast mich doppelt gerettet. Ich darf bei dir streamen, plus du holst mich jetzt auch noch spontan ab. Alles gut. Ehre, 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 Ehre. Es laggt. Jeder zockt gerade FIFA. Jeder will gerade einen Totti ziehen. Nein, es ist kein Totti. Nein, es ist Neymar. Was laberst du? Es ist Neymar. Und Ruben Dias. Was redest du? Digga, ich steige hier von einem AMG in den nächsten AMG. Russi Pupsi jetzt auch dabei. Was war vorhin los, Brudi? Staubsauger, Hubschrauber, alles. Oh, zeig mal her, zeig mal her, zeig mal her, das Interieur. Ja, kann man auch sehen lassen, ne? Das Ding ist, Freunde, der hat mir erzählt, bei ihm waren vorhin so Hubschrauber und so unterwegs. Ja, Leute, heute Stau. Stuttgart, die schlimmste Strecke der Welt, muss man leider sagen. Ich habe irgendwie ein bisschen das Gefühl, dass das X-Faktor das Unglaubliche war. Ob die Geschichte war, das werde ich wahrscheinlich nie rausfinden. Aber egal. Ich habe gerade übrigens bei Seville noch 3 Stunden gestreamt. Totti, Angreifer sind ja rausgekommen. Ich habe euch am Anfang des Videos auch ein paar Packs davon reingeschnitten. Leider noch kein Totti gezogen. Jetzt checken wir im Hotel ein. Bin mal gespannt, wie unser Zimmer aussieht. Ich habe uns ein schönes Spa-Hotel. Damit wir ein bisschen entspannen können. Aber die Knochen brutzeln lassen. die Knochen brutzeln lassen. Brutzeln. Hotellobby. Sieht auf jeden Fall schon mal chillig aus. Sehr, sehr schön. Da vorne gleich auch an die Bar. An die Bar sehe ich mich. Digga, Hotelrezeption hat uns einfach einen Sekt spendiert, damit wir auch was trinken können, während wir warten.
exquisit, mein Lieber. Das ist echt korrekt, ne? Also ich habe noch nie beim Einchecken einen Sekt bekommen. Kennst du das nicht? Warte, ich kann das richtig gut. Ich zeig dir, wie das geht. Ich merke, dass ich mit einem Russen bin. Wo ist dein Glas, Bro? Ich hab's schon ausgetrunken. Guck mal, meins ist noch mehr als ein voll. Der ist schon, ich brauche noch ein Glas. Digga, Russen, ne? Ihr seid für mich verrückt. Ich hab ja noch einen Sekt. Du bist schon besoffen, oder was? Nein, ich hab natürlich Nachschub, falls ich mehr brauche. Also in der Tasche? Im Täschchen. Im Täschchen. Wir sind hier exquisit, Leute. Ne? Exquisit. Digga, wir müssen mit. Achso, drück mal. Zwei. Du musst Karte ranhalten. Oh Mann. Linke Jackentasche. Doch nicht, ich glaube linke Hosentasche. Zack. Und jetzt die 2. Jo. Jo. Den Anlass muss man nämlich auch feiern. So eine Rolex-Verlosung macht man nicht. Täglich, sag ich euch doch. Okay, wir stehen vorm Hotelzimmer. Das ist 263, andere Seite, hier. Ups. 262. Und ich zeige euch jetzt First Impression. Du musst die Karte reinstecken. Oh, da gibt's keine Einstecken. Cool. Haben wir keinen Strom? Deswegen die Sektgläser, weil wir ohne Strom hier gebucht haben. Da oben musst du doch die Karte reinstecken. Jetzt. Oh, jetzt kriegen wir. Okay. Das ist das Zimmer. Erstmal das Bad. Sieht schick aus. Dusche ist immer wichtig. Keine Regendusche. Abzug. Wow. Punkteabzug. Ach so, wir haben ein Bett zusammen. Habe ich vergessen zu sagen. Ich habe für uns zusammen gebucht, Bro, dass wir zusammen schlafen können. Ich wollte ja mit dir kuscheln, das war ja mein Plan. Ja, okay. Warte, ich mach Betttest. Mein Lieber. Der offizielle Stuttgarter Betttest. Betttest, Freunde. Noch einmal. Nochmal runter. Und jetzt. Ausfallschritt. Oh, das ist ein bisschen hart, bin ehrlich. Digga, du siehst aus wie so ein 80-Jähriger, der gerade aufs Bett geplumpst ist. Hier in der Mitte war, glaube ich, hart. Digga, du siehst aus wie ein 80-jähriger Opa, der gerade aufs Bett geplumpst ist. Aber wenigstens genug Platz so. Ja, ist gut. Ist gut. Tschüssi. Tschüssi, meine Leute, wir hören uns gleich. Oh, zeig mal, ich muss dir was zeigen. Ja? Guck mal hier, das ist der Schatz, um den es heute geht. Das ist der Schatz, um den es heute geht. Das ist der Schatz, der morgen übergeben wird. Digga, wuhu! Also der Glückliche ist ein Gewinner. So ein Ding. Er ist 15 Jahre alt, Bro. Er wird sich so freuen. Ich glaube, ich freue mich auf den Tag morgen. Aber heute gehen wir noch mal ein bisschen raus. Ich sollte dich doch weg. Mann, wieso hast du weggezogen? Ich wollte deine Augen aufmachen, während du schläfst, Digga. Es ist soweit, Freunde. Wir fahren jetzt zu René. In einer halben Stunde sind wir da. Er weiß Bescheid. Und dann findet die Übergabe statt. Ich bin schon sehr aufgeregt. Und ich freue mich einfach, dass es heute stattfindet. Aber Leute, guckt euch mal bitte an, was heute für ein Wetter ist. Blauer Himmel, Sonnenschein. Das ist geisteskrank, ne? Haben wir uns auch den perfekten Tag dafür ausgesucht. Da liegt Schnee. Ey, es sieht so krass aus. Boah, Junge. So, wie lange fahren wir jetzt noch? 11 Minuten. Dann sind wir da. Und ich bin mal gespannt, ob er sich freut, wie er so reagiert. Ist halt noch was sehr Besonderes, ne? 13.500 Euro kostet diese Uhr. Er ist 15 Jahre alt und hat die jetzt gleich in der Hand, am Armgelenk. Völlig geisteskrass. So, wir sind da. Ich schreibe ihm jetzt, dass wir da sind und dass er sich seine Uhr abholen kann. Mal gucken. Geht ab. Alles klar? Ja, bei dir? Gut, ja? Sehr gut. Hallo. Bist du aufgeregt? Ja, schon sehr. Ich hab Übelpuls. Aber alles gut, wie geht's dir, Digga? Ja, alles gut. Ja? Rush, guck mal, hier ist deine Uhr. Die gebe ich dir gleich. Wollen wir bei dir reingehen oder wollen wir das hier machen? Nee, da. Ja? Wie es euch passt. Können wir reingehen? Ja, sehr cool. Können wir kurz ins Zimmer. Wenn wir in dein Zimmer einmal gehen, können wir uns das auch einmal angucken. Sehr cool. Wir filmen, okay? Ja, passt. Ja? Wie lange bist du schon Abonnent? Ich glaube, also ich hab. Dieser Sitze hast du ja auch schon. Da habe ich dich auch schon geguckt. Echt? Die Sitzen schon? Du bist 15, ne? Ja. Man sieht es mir nicht an, weil ich klein bin. Und so. Ich war auch lange klein. Ich bin erst mit 16 oder so richtig krass gewachsen. Ich war immer der Kleinste in der Klasse. Und dann bin ich irgendwann so auf einmal gewachsen. Ja. Das war crazy. Ich werde bei dir bestimmt auch sein. Hier wohnst du? Ja.
Falle. Aber ein cooler Ausblick, ja? Ehrlich cool, ja. Sind deine Eltern da? Ja, nee, mein Vater ist gerade im Holz und meine Mutter kommt. Ach so, okay, haben wir unsere. Ja, wir können früher anlassen, passt. Perfekt, danke dir. Ja. Boah, hier sind wir mit Lenkrad und so. Zockst du F1? Zockst du F1 oder was machst du damit? Ich spiele auch LKW-Simulator. LKW-Simulator. Boah, hier mit so einem neuen Elfer, auch wild. Das ist meine Heizung, die ist ein bisschen gelb geworden durch die Hitze. Okay, ist nichts Besonderes, normal zocke ich vorne, aber ich habe gerade keinen WLAN. Deswegen liegt auch das LAN-Kabel da. Guck mal, wir machen das jetzt so. Ich leg dir die Uhr einmal hier hin. Ja. Reaktion. Du darfst jetzt selbst einmal auspacken. Oder soll ich dir die aufmachen? Dann kannst du auch. Nein, lass ihn selbst machen. Okay, cool. Du musst diese Packung nach oben. Das ist mit 15 das erste Mal, das ist crazy. Warte. Das ist ein geisteskrankes Teil. Genau, machst du die hoch. Oha. Mhm. Ja, genau. Einfach abnehmen. Zack. Dann klappst du das untere Ding nach unten. Drehst zu dir? Nein, andersrum drehen. Wie meinst du? Die Krone zu dir. Und jetzt runterdrücken hier, oder? Das, du kannst runterklappen, jetzt kannst du das nach oben machen hier einfach. Hier, das hier. Ja. Das ist deine Rolex. Dangerous. Mit 15 die erste. Ja. Weißgold. Die letzte. Junge. Hol sie mal raus. Einfach mit 15 Jahren eine Rolex gewonnen im Wert von 13.000. Kann man das hier rausnehmen, oder? Ja. Mach die Dugi, weil ich hab ein bisschen Angst. Nimmst du hier so raus, zack. Ich hab die auch schon kleiner gemacht. Okay. Zeig mal dein Handgelenk. Ich glaube, das ist perfekt. Ich war extra noch bei Wempe. Ich hab die kleiner gemacht. Komm, ich zieh dir die mal an. Wie kommt das eigentlich? Links oder rechts? Links. Ja, links. Wohin kriegt man denn immer links? Zack, mal hier so ran. Zack. Echt geil aus. Zeig mal. Alter, was ein Macher jetzt, Mann. Also, kein Ding, Bro. Ey, ich glaube, genau der Richtige hat gewonnen. Ich habe schon vorher gesagt, wo ich dich auf Instagram angerufen habe. Du warst richtig sympathisch. Ja. Hat mir richtig gefallen. Du hast mir auch vorher an dem Tag noch geschrieben, wo ich das Giveaway ausgelost habe. Ja. Einfach alles perfekt. Wie hast du das ausgelost? Ey, habe ich einfach in so einen random Generator reingemacht und dann ist dein Name rausgekommen. Ich hat so durchgerattert, auf einmal kam so dein Profil. Aber nicht in die Schule damit gehen. Nein. Bleib hier. Die bleibt auf jeden Fall hier. Ja. Ey, die ist so schön. Guck mal, ich hab die in schwarz. Ja. Welche findest du besser? Schwarz oder blau? Ich finde die tatsächlich besser. Die ist auch geiler. Ja. Die ist auch teurer und beliebter. Also die mit dem blauen Zipfern bleibt. Krass. Ja. Vielen Dank nochmal. Kein Ding. Das ist Mbappé-Tolli-Bildung. Ja, habe ich Mbappé Totti gezogen oder war das so ein kleiner Prank? Ich glaube, es war nur ein kleiner Prank. Echt jetzt? Ja, da habe ich nicht mehr geguckt gerade. Deswegen, ich dachte schon. Ja. Aber du hast Ribéry gezogen, Leute. Ich habe Ribéry gezogen. Totti was? Was ist das für ein Pack? Es waren 3000 Pfund, den ich aufgenommen. Ehrlich? Ja. Also. Okay, ich erzähle jetzt noch ein paar Sachen hier zu den Papieren und so. Und was am schlausten ist, dass er nicht beides an einem Ort aufhalten soll. Das heißt, ja. Wir sehen uns gleich nochmal wieder. So, René, zeig mal her das Team. Oh, guck mal hier, Ribéry Totti Icon, First Owner. Cooles Team hast du, ne? Ja, schon. Und jetzt wollen wir noch eine Runde zocken. Ja. Glaubst du, du gewinnst? Nein, ich glaube ja nicht. Selbstbewusst musst du sein, mal gucken. Wir machen jetzt ein Game, Freunde. Ich zock jetzt noch ein Game gegen ihn. Und dann schauen wir mal, wie das Game ausgeht. Hallo. Plötzlich sind hier irgendwelche süßen Hunde. Komm her. Haben die Schiss? Sind die noch klein? Ja, die sind noch klein. Ja, komm her. Solche Schisse, wie süß. Den 95er Modus oder so? Normal, oder? Oha, guck mal hier. Das geht gar nicht. Das nennt man Stick zu dem Drift. Stick Drift. Ja, ich glaube, das wird nichts. Wir können ja irgendwann vielleicht mal online spielen. Dann zocken wir online. Okay, Freunde, das war's jetzt von uns. Letztes Mal übergebe ich dir die Uhr. Letztes Mal habe ich sie in der Hand. Ein bisschen neidisch auf dich, sag ich dir ehrlich, ne? Ja. Weil du hast die schönere Uhr als ich. Zieh sie dir gerne nochmal an, dann sag ich dir tschüss. Ja, hab sehr viel Spaß mit der Uhr. Das wird immer eine Erinnerung für dich sein, immer eine Wertanlage sein. Ja. Hau rein, Bro. Vielleicht sieht man sich irgendwann wieder. Wir zocken auf jeden Fall noch ein FIFA-Game. Ja, alles klar. Und dann, Freunde, lasst auch ein Like da, dass wir solche Aktionen möglich machen. Lasst ein Abo da und vielleicht sehen wir uns gleich nochmal drauf. So, ciao. Ich hab gerade schon zu ihm noch gesagt, Stuttgart spielt heute und die werden noch gewinnen. Er ist ja auch ein großer Stuttgart-Fan. Gefühlt bei jedem Spiel mit im Stadion. Postet immer irgendwelche Stories. Ich folge ihn auch auf Instagram. Sehr, sehr witzig. Ja, Mann. Ich bin sehr glücklich, dass er gewonnen hat. Was sagst du dazu? Sehr süßer Junge. Ich hoffe, Hallo, moin. Ich hoffe auf jeden Fall, dass er das Ganze gut versteckt, investiert, behält. Und irgendwann mal sich was Schönes damit entweder holt für sich, wenn er es braucht. Oder sie wirklich damit
irgendwann 18, 19, 20 anfängt zu tragen und richtiger Geschäftsmann zu werden, weil eine Rolex ist schon ein Archiv für Erfolg. Eine Rolex, dann kommt die nächste direkt hinterher. Manifestieren. Okay, wir sind durch mit der Uhrenübergabe. René hat sich sehr gefreut. Lasst dafür auf jeden Fall ein Like da. Lasst schon mal ein kostenloses Abo da. Bei 2 Millionen verlose ich dann ein Porsche. Kleiner Spaß am Rande. Wir gehen jetzt den besten Döner in Deutschland testen, wurde uns gesagt. Wie heißt der Laden? Alla Türke oder so. Soll besser sein als Döner in Berlin. Soll besser sein als keine Ahnung wo. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube dem Ganzen noch nicht so ganz. Aber wir werden da nicht reinbeißen in diesen Döner. Und dann werden wir euch sagen, ob das wirklich der beste Döner Deutschlands ist oder nicht. So, wir sind jetzt im Taxi. Der Mann hat gesagt, das ist sehr lecker. Bester Dönerladen. Also ich habe viel von diesem Laden gehört. Das muss jetzt echt krass werden. Das muss echt krasser Döner sein, sonst bin ich echt enttäuscht. Alla Türke Test bei Wakes, Stiftung Wakes Test. Sieht auf jeden Fall vielversprechend aus, dass der Laden, Schlange, verrückte Schlange sogar. Mal gucken. Digga, das ist geistkrank. Wir haben jetzt eine halbe Stunde gewartet und die Schlange ist noch länger geworden. Aber wir sind jetzt dran. Ich habe schon gesehen, der Spieß sah wild aus. So, wir dürfen rein. Wir gehen rein. Mal gucken, wie es riecht. Boah, guckt euch das mal an hinten. Der Spieß. Freunde, da oben, wie ihr sehen könnt, steht auch Steak im Brot. Hört sich auf jeden Fall krass an. Hier sieht man Salat und so weiter. Sehr frisch alles. Der Spieß dreht sich. Ich glaube, das wird schon echt lecker. Also es riecht auf jeden Fall sehr lecker. Und die machen das echt gut. Hallo, zweimal XL im Brot bitte, Steak im Brot. Zweimal Eider. Kannst du normalen oder zweimal klassischer? Sehr gerne. Ich finde Minze sogar besser. Minze ist besser? Okay, dann nehmen wir einen mit Minze, einen normal. Aber Minze ist echt sehr gut eigentlich. Einen mit Minze, einen normal. Gerne. 28, 18, für mich nehmen wir den hier essen. Hier essen. Sehr gerne. Dein Name? Tim. Schafskäse? Habt ihr auch Schafskäse? Dankeschön. Das soll der beste Döner Deutschlands sein. Was sagst du? Ich weiß nicht, oder? Ich werde jetzt so reinbeißen. Bin mal gespannt, was der kann. Sieht auf jeden Fall gut aus. Ist die XL-Version. Aber eigentlich klein für XL. Boah, Digga, der ist doch fetter als ich dachte. Wollen wir das probieren? Mhm. Bart isst mit. Boah, die Knoblauchsoße ist gut. Noch ein bisschen. Boah. Boah. Finale Resultat nach dem Essen? Der zweite Biss war crazy. Und sehr scharf aber auch. Beiß du mal rein. Ja, bei mir sieht es aus wie Fleisch ohne, Digga. Gut? Mhm. Aber ich spüre nur Fleisch wieder. Probier mal kurz, nur so ein Fleischstück. Ist halt Steak. Ich würde sagen, ich esse den jetzt erstmal und danach gibt es eine Bewertung. Weil man muss den auch unten testen und so. Ihr wisst, der letzte Biss, der ist auch immer sehr wichtig. Er hat schon fast aufgegessen. Du siehst nicht so berauschend aus. Fazit gibt es draußen. Okay, ich esse den auch noch schnell auf. Also jetzt gibt es Feedback von uns. Die Schlange ist immer noch so lang wie eben. Geisteskrank. Also ich sag euch ehrlich, der erste Biss war super, der zweite Biss war gut und danach stark nachgelassen. Also trocken, ja. Wenig Gewürze. Fleisch ist gut, aber es schmeckt halt nach. So, das Fleisch war aber auch nicht so gewürzt irgendwie und ich habe es auch nicht so krass gefühlt, muss ich ehrlich sagen. Viel zu trocken fand ich den nicht gut. Also meiner Meinung nach ist es nicht mein Geschmack, ist auf jeden Fall gut, aber lohnt sich nicht so lange anzustehen für mich. Eine Stunde, wir haben eine Stunde gewartet, genau eine Stunde, bis wir am Ende den Döner in der Hand hatten. Also irgendwie 45 Minuten, bis wir bestellt haben und dann nochmal 15 Minuten auf den Döner. Und am Ende des Tages war es einfach nicht mein Döner. Ich mag es halt, wenn die Soße im Brot ist. Die Soße war nur ein bisschen oben drauf und danach war gar keine Soße mehr vorhanden und keine Ahnung. Also keine Empfehlung von mir. Von mir gibt das Ganze eine 5 von 10. Man kann ihn essen, ne? Wenn man drauf steht, so auf dieses Steak-mäßige und ohne Soße, dann glaube ich, schmeckt es einem auch. Aber ja, mir hat es nicht so gefallen. 5 von 10, was gibst du? Ich gebe sogar 4 von 10, Bruder. Das 4 von 10 ist doll, ne? Anzustehen, Bruder, eine Stunde, nicht mal so. Ich habe zu hohe Erwartungen vielleicht. Ich habe eben auch noch gehört, dass die Besitzer sich gestritten haben und der Main-Besitzer gegangen ist. Ich weiß nicht, was da dran ist, ob das stimmt und deswegen könnte es ein bisschen schlechter geworden sein. Weiß ich nicht, habe ich nur gehört. Kann sein, weiß man nicht, aber schreibt den Dönerladen rein, wo wir hingehen sollen und das testen. Ja, Mann. Und lasst jetzt ein Like da.
lasst ein kostenloses Abo da. Das ist das Ende vom Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. So ein Vlog hier mit Rolex-Übergabe. Check Rostock ab. Bis zum nächsten Mal. Ciao.